Konrad Kogler ist das Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, so etwas wie Österreichs oberster Polizist. Er fordert mehr Daten, um die Österreicher besser schützen zu können. Herr Kogler, haben Sie die Mittel, die Sie brauchen, um einen Terroranschlag so gut es geht zu verhindern? Wie Sie schon richtig ausgeführt haben, ist es immer eine Frage, bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, es ist eine Abwägung zwischen dem, was an Ressourcen und an Möglichkeiten zur Verfügung steht, um die Sicherheit und die Freiheit und die Werte in einem Land entsprechend zu schützen. Wir haben in den letzten Monaten entsprechende Gespräche mit den Sicherheitssprechern der im Parlament vertretenen Fraktionen geführt und hier uns im Detail unterhalten, wie viel an Kompetenz braucht ein moderner Staatsschutz, um tatsächlich seiner Aufgabe nachkommen zu können. Und wo gibt es auch eine Grenze, um genau diese Freiheit, die die Bürger ja garantiert haben wollen, nicht zu sehr einzuschränken? Wo ziehen Sie diese Grenze? Was brauchen Sie noch und wo ist dann für Sie diese Grenze erreicht? Ich möchte das anhand eines Beispiels festmachen. Stellen Sie sich vor, wir haben Personen, die in Richtung Syrien gegangen sind, um hier aktiv an Kampfhandlungen teilzunehmen. Und diese Personen kehren jetzt nach Österreich zurück. Wir dürfen diese Personen 3 Monate mit einer zweimaligen maximalen Verlängerung, also bis zu 9 Monaten, tatsächlich auch begleiten. Und wenn in diesem Zeitraum keine strafbare Handlung gesetzt wird, dann müssen wir alle Informationen, alle Daten, die wir über diese Person gesammelt haben, nach 9 Monaten löschen. Die Frage, die sich für uns stellt, ist dieser Zeitraum tatsächlich ausreichend? Aus der Sicht der Polizei, die wir ja verantwortlich sind für die Sicherheit der Menschen in diesem Land, gibt es hier ein klares Statement, nein, dieser Zeitraum sollte ausgedehnt werden. Aber die Kritik daran wäre ja zum Beispiel, wer sagt Ihnen denn, dass Sie tatsächlich die Richtigen beobachten und speichern Sie dann nicht die Daten von vielleicht unbeteiligten Bürgern sehr, sehr lange? Nein, es gibt hier 2 Kriterien, die schon sehr entscheidend sind. Einerseits gibt es hier einen regen Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden, auch international, dass wir sehr wohl wissen, auch welche Personen hier tatsächlich an Kampfhandlungen teilnehmen oder sich in diese Region tatsächlich begeben. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wenn wir hier Daten sammeln, es auf der anderen Seite natürlich einen entsprechenden Ausgleich geben muss, sprich, dass es hier auch Instrumente gibt, wie beispielsweise den Rechtsschutzbeauftragten, der dieses polizeiliche Handeln auch überwacht und der auch entsprechende Befugnisse hat, beispielsweise, dass er sagt, jetzt endet diese Maßnahme, jetzt könnt ihr den nächsten Schritt so nicht mehr setzen, sprich eine 2. Person, die das hier überwacht. Würde Ihnen die Vorratsdatenspeicherung helfen? Ich denke mir, man muss ganz klar sagen, wenn ein Gericht eine Entscheidung getroffen hat, dann ist das auf jeden Fall zu akzeptieren und das gilt für uns selbstverständlich unhinterfragt. Das heißt keine Vorratsdatenspeicherung? Der zweite Punkt ist, wenn man sich aber genau den Entscheid durchliest des Europäischen Gerichtshofs, dann steht dort auch klar drinnen, dass die Verwendung von Vorratsdaten per se nicht etwas Strafbares ist, sondern dass man sich im Detail anschauen muss, unter welchem Regime werden diese Daten tatsächlich genützt. Sprich, es muss in Einklang mit den europäischen Menschenrechten tatsächlich stehen. Aber das Grundbedenken des Europäischen Gerichtshofs und auch des Österreichischen Verfassungsgerichtshofes war ja, dass man nicht die Daten aller Österreicher, die Kommunikationsdaten aller, die in Österreich mit dem Handy telefonieren, SMS schreiben, ohne Anlass speichern kann, um daraus dann die paar schwarzen Schafe, sage ich mal, rauszufiltern. Wie will man denn dieses Grundproblem, das die europäischen Gerichte mit dieser Vorratsdatenspeicherung haben, umgehen? Das ist ja eine Ja- oder Nein-Entscheidung, da gibt es ja kein Halb, oder? Also ich sehe jetzt hier nicht dieses Schwarz oder Weiß, sondern wenn man sich die Entscheidungsgründe durchliest, dann sieht man sehr wohl, dass es grundsätzlich die Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung geben kann, dass allerdings die Bedingungen, unter denen man das nützen kann, sehr genau und konkret dazu beschreiben sind. Brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung, um Terror effektiver bekämpfen zu können? Und da gibt es ja bereits Daten, auf die wir zurückgreifen können. Es gab ja diese Speicherung bereits 2 Jahre. Und da gab es
insgesamt über 600 Zugriffe der Sicherheitsbehörden. Davon waren 113 Fälle wegen Diebstahl, 59 wegen Suchgift, 52 wegen Raub und wegen Terror 0. Also bringt es die Vorratsdatenspeicherung wirklich zur Terrorbekämpfung oder ist es nicht einfach ein neues Mittel, um Diebe zu fassen, Suchgiftkriminalität aufzulösen? Naja, ich verspreche mich auch etwas dagegen aus, dass man sagt, naja, da hat man einen Dieb gefasst. Ja. Es ist hier um schwersten Diebstahl gegangen, wo Personen nach einem Einbruchsdiebstahl auch entsprechend geknebelt und gefesselt waren. Und hier geht es schon um die Frage, was kann man für Sicherheit tatsächlich auch hier in diesem Bereich machen. Aber konkret jetzt da noch einmal zurückkehren zur Frage Terrorbekämpfung. Stellen Sie sich vor, nach dem Anschlag in Paris hätte es einen Kommunikationsweg gegeben, der nach Österreich gezeigt hätte. Jetzt wäre es natürlich durchaus von Interesse gewesen, in welchem Netzwerk hat sich diese Person hier tatsächlich in Österreich auch bewegt und mit wem wurde hier auch entsprechend kommuniziert. Das führt dazu, dass man, wenn man solche Ermittlungsansätze hat, auch eine entsprechende Aufhellung des Dunkelfeldes machen kann, mit welchen Personen ist wer wann tatsächlich in Kontakt gestanden. Und das ist ein zentraler Ermittlungsansatz, um hier die notwendigen nächsten Ermittlungsschritte setzen zu können. So gefragt, ja, es gibt durchaus einen Vorteil, wenn es einen solchen Zugriff gibt. Unter welchen Bedingungen das stattfinden kann, da gilt es einfach abzuwarten, was hier auf europäischer Ebene entschieden wird.